aber ich habe Tee. Tee ist cool. Ja, okay, was? Das hat keinen Sinn ergeben. Das hat keinen was Sinn hast ergeben. Du? Sorry. Ich habe Tee. Ach so. Ja, Tee ist gesund. Ach so. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt dabei, Event-Maps zu basteln im Let's Play. Hm. Sag Hallo zu YouTube. Hallo YouTube. Und ja, ich würde dir Minecraft einfach fragen, ob du mit dabei sein kannst, ob du mitmachen kannst. Ah. Dass du ja auch Rechte bekommst. Ich habe schon die Idee für die erste Event-Map und zwar will ich ein riesengroßes Schachbrett bauen. Ja, ich muss nur mal kurz, ich habe vorhin bei meinem Haus, weil es kurz geleckt hatte, habe ich, hast du Ereignissätze? Ja, ich habe ein riesengroßes Haus, Digga. Richtig groß, das Ding. Das sage ich auch öfter, das ist ein richtig großes Ding. Nee, ich musste bei mir Wände reinziehen, damit das überhaupt ein bisschen unterteilt ist. Ich habe ein Schlafzimmer, eine Küche, ich kann da noch einen Laborraum, alles so machen. Ja. In der Nähe von unserem anderen? So, da fragst du mich jetzt was. Ich hatte kein freies GS gefunden, also ich hatte ja, kannst ja irgendwas da eingeben und dann kommst du auf ein freies GS, aber das hat bei mir gebuggt und dann habe ich Torbe gefragt, ob er mich da hinpostet. Ah. Das hat er gemacht, weil er total sozial ist. Da muss ich um die verwahrlosten Kinder kümmern. Naja, ich hoffe, dass du es irgendwie vielleicht hinkriegst, dass meine Stimme nicht so abnormal, abgrundtief, minderwertig klingt. Wenn du jetzt renderst, weißt du. Also, an der Minderwertigkeit deiner selbst kann ich leider nichts ändern. Das musst du mit deinen Komplexen dir selbst im Einklang werden. Nee, ich rede von der Mikroqualität, weil die war ja bei mir, also bei dir war die ja ganz okay, aber bei mir war die eher so nicht ganz okay. Ja, das Problem ist halt, wenn du mit einem schlechten Mikro aufnimmst, ne? Ja, du, aber das ist ja kein schlechtes Mikro, das ist ja, ich nehme meine Let's Plays auch mit dem Mikro auf. Es kann aber sein, kann das sein, dass du Störgeräusche rausmachst, dann übersteuert nämlich die Stimme des Zweiten. Nein, ich mache eigentlich gar keine Geräusche raus. Okay. Willst du jetzt bei dir weiterbauen oder willst du hier mitmachen bei dem Event GS? Ich will beim Event GS mitmachen, ich weiß nicht, wie ich hinkomme. Ach so, okay, warte mal. Minecrafter. Hoffen wir, dass er noch online ist. Guck doch einfach in die Dings. Ich guck gerade, aber ich sehe ihn nicht. Ne, ich sehe ihn auch gerade nicht. Hat er noch irgendwas davor? Das ist doof. Hat er noch irgendwas davor stehen? Ne. Scheint offline zu sein. Bräuchte jemanden, der Creepy Pasta Kind zu meinem Event GS portet und ihm Rechte gibt. Ich habe Tee. Ich könnte jetzt Werbung für Tee machen, aber das lasse ich lieber nach einem Ärger von der GEMA oder sowas. Dann haben wir am Ende noch das Theater. Alter. Ja, das geht ja schon wieder so gut los mit dem Humor hier. Ja. Der Löffel ist heiß. Kennst du das, wenn du so einen Tee machst oder Kaffee, und dann rührst du den mit dem Löffel um, der hat aber so einen Metallgriff und dann ist der Metallgriff voll heiß. Also nein. Ich habe das gerade überhaupt nicht zugehört. Was hast du gerade gesagt? Kennst du das, wenn du irgendwie Kaffee oder Tee hast und dann rührst du das um und dann so und der Löffel hat so einen Metallgriff und da ist der Löffel voll heiß? Ja, nein, eigentlich nicht. So heiß ist mein Kaffee nie. Ja, meine ist mal kochend heiß, man. Ich brühe ihn frisch auf und so. Weil das schmeckt irgendwie geil. Ich habe mal eine Zeit löslichen Kaffee getrunken, aber irgendwie ist nicht so mein Fall. Gott, das wird ein richtiges Kaffeekränzchen hier.
Okay, Amboss. Dann müssen wir miteinander reden. Wenn keiner die Möglichkeit hat, sich herzuporten zu mir und die Rechte zu geben. Okay. Also ja, Vendetta, wie läuft's in deinem Leben so? Ja, ganz gut. Schule, ich möchte nichts drüber sagen. Das funktioniert gar nicht, okay, gut. Ja, genau. Ich meine eigentlich die Schaufel, aber... Achso. Ja, Schule funktioniert bei mir auch nicht. Ja, habe ich Glück, dass ich im Halbjahr nicht sitzen bleiben kann, bei mir so. ja, läuft bei mir. momentan so. Naja, ich habe hier recht viel mit Leuten zu tun momentan, die total sozial sind. Ja. Also so. Mit mir? Ja. Hab dich lieb. Nein. Doch, nein. Keine Ahnung. Wie rede ich mich jetzt da raus, dass es geschickt wird? Was ist. Was Geschichte? Dass es geschickt wird. Egal. Super rausgeredet, super rausgeredet. Kannst du mir erklären, wofür Redstone-Lampen da sind? Für elektrische Schaltung und sowas. Willst du welche haben? Nein. Okay. Die brauchst du auf dem Server gar nicht, weil elektrische Leitungen verboten sind auf dem Server. Warum kann man die dann kaufen? Besser ist wohl eher, sie zu verkaufen. Nein, ich habe welche gekauft hier. Ich weiß nicht, warum ich das getan habe. Ja, das freut mich auch. Ja, ich war nicht so Minecraft-Style-mäßig auf dem neuesten aktiven Stand. Und dann dachte ich, dass... Redstone gibt's schon seit Jahren. Ja, egal. Lass mich. Wie rede ich mich da jetzt geschickt raus? Nein, jetzt sind wir so früh. Also es geht darum, dass halt irgendwie in dem Wort kam Lampe drin vor. Redstone-Lampe. Oh. Ach so, ja, die darfst du bauen. Ja, und dann dachte ich so, ich brauche Licht. Und dann kaufe ich mir eine Redstone-Lampe. Nur, dass wenn ich die angebracht habe, dass sie nicht leuchtet. Ja, das ist... Du musst einen Schalter dran setzen. Ich hätte jetzt Ikea angerufen, dass die irgendwie das zurück. Ja, genau. Da habe ich bestimmt noch kein Anti drauf oder so. Nee, dann bin ich in den Nether gegangen und dann habe ich mir Glowstone gefarmt, damit ich ein bisschen schönes Licht habe. Du kannst die Redstone-Lampe ganz einfach, setzt einen Schalter dran, dann geht die an. Das sieht voll cool aus, wenn das angeht. Ja, aber ich weiß nicht, wie man Schalter baut. Du nimmst dir einen... Entweder einen Couple Stone oder einen normalen Stone und setzt einen Holzstick oben drüber. So leicht? Ja, so leicht. Dann kannst du mit Redstone eine Leitung dahin legen, kannst zum Beispiel den Schalter an deine Tür setzen und die Leitung rüber zur Lampe legen und wenn du in die Wohnung reinkommst, dann klickst du auf den Schalter und die Lampe geht an. Warte, Neverstein. Heißt es Never oder heißt es Nether? Nether. Okay. Never heiß ich. Never stay never. Oh, nee, Erde. Oh, Alter, es wird so ewig dauern, das alles abzutragen hier. Hirn. Redstone-Lampe. Hast du denn ein Thema, über das man reden könnte, Vendetta? Was wirklich Interessantes. Deine Let's Plays. Das Wort zum Sonntag? Nee, Ich hab mir ja letztes Mal dein Let's Play... Aber das hat mich am meisten fasziniert. Du hast ja schon mal sowas gespielt, wo du mit so einem kleinen Mädchen durch ein Haus voller Zombies rennst und nicht weißt, was du tun sollst. Du meinst die Sau, war das das, oder? War das die Sau oder war das. Ach nee, das war Hemdfasser, ne? Hemdfasser. Na, das hast du momentan spielst. Ja. Ich weiß immer noch nicht, was ich machen muss. Ich habe bis jetzt keine Folge aufgenommen. Du hast ja schon was rausgehauen. Ja, aber keine neue. Ich habe keine neue Aufnahme. Ich hatte momentan recht viel Zeit. Und da war es möglich, dass ich pro Tag eine Folge aufnehmen kann oder vielleicht auch zwei. Aber? Jetzt habe ich wieder Schule. Ach so. Ach, diese Redstone-Lampen sind so fett. Das ist aber sehr, sehr unpünktlich bei dir dann. Warum? Das heißt, du nimmst nur Folgen auf, wenn du in der Schule bist, wenn du frei hast oder wie? Nein, ich nehme auch so auf, aber dann kommen halt nicht regelmäßig Videos. Du hast vielleicht gesehen, als ich zum Beispiel jetzt, Ferien hatte, kam eigentlich jeden Tag ein Video. Und das ist jetzt durch Schule jetzt nicht mehr so möglich.
da mache ich das dann wieder so, dass ich das, dass ich Videos am Wochenende mache, ist wahrscheinlich. Ich hätte. Cool, cool wäre es natürlich. Wir müssen mal was probieren. Was denn? Wir müssen mal was probieren. Und zwar, wir gehen mal beide jetzt kurz von Magic Man runter. Ja, warte kurz, ich nehme noch meine Redstone mit. Gehen mal kurz bei mir ins Let's Play rein. Welches Let's Play? In meine Let's Play-Welt gehe ich jetzt gerade mal rein. Achso. Dann in LAN öffnen, Chatverbindung, LAN-Welt starten. So. Ich hab Minecraft ganz beendet, warte kurz, so, starten. Dann brauche ich aber die IP und sowas. Ja, ich will gerade gucken, 200 und so. Dann haben wir nur so einen Tipp, ne? Dann solltest du die IP, wenn die wird ja eingeblendet, solltest du einen schwarzen Balken drüber legen. Ja, nee, das ist ja nur so für die Aufnahme, das sieht ja keiner, weil ich ja keinen Stream an habe. Ja, aber du nimmst doch gerade auf. Ja klar, aber das Let's Play kommt doch erst eine Woche raus, da ist die IP doch weg. Das wird doch jedes Mal neu generiert. Echt? Ja, ja. Ich dachte, das bleibt die gleiche. Nee, nee. Den habe ich zu süß gemacht, Alter. Blutorange und übel süß, ey, was ist da los? Okay, gib mal ein. Bei direkt verbinden 6, 2, 9. Warte. 6, 2, 9. 6, 5. Und versuch mal zu joinen. Verbindungsaufbau fehlgeschlagen. Aber. Okay, ich glaube, da brauche ich doch einen eigenen Server dafür, damit ich das machen kann. Nee. Und dass das dann die IP-Adresse ist, die du hinten dranhängen musst, so der Port. Nee, warte mal, ich muss Minecraft nochmal neu starten. Ich wäre jetzt nämlich auch nicht auf Magic Mine gekommen. Das lag, glaube ich, mit irgendwie am Internet gerade. Ich probiere das nochmal kurz. Minecraft. Das braucht bei mir mal für lange, bis es startet. Ich weiß nicht warum. In der Zeit painte ich was. Nicht was. Probieren wir später nochmal aus. Okay. Ja. Wenn Minecraft starten würde. So bin ich jetzt im Endeffekt in deiner Aufnahme drin, aber wir labern noch. Ja, das ist ein bisschen blöd, gell? Ja. Ne, ich frage jetzt, ja. Dann kann ich im Hintergrund was spielen. Du könntest ja so machen, dass ich vielleicht nochmal so eine Event-Map bastel, weißt du wie? Ja. Und das dann in einem Zeitraffer hochlade. Dass du mit deinem Skin, sag mal, dann über der Map schwebst, weißt du wie? Mhm. Und das aufnimmst. Dass ich dann auch eine Aufnahme mache, oder was? Also, nee, das müsste ich ja aufnehmen, das ist ja Schwachsinn. Ja, deswegen, aber du meinst ja gerade, dass ich das aufnehme. Na, einer muss aufnehmen, wie der andere baut. Von oben. Das, yeah. Ah, das müsste ich machen, weil so viel Platz hast du auf deiner Festplatte gar nicht. Natürlich. Ich habe eine Terabyte, aber... Ein Terabyte wird da nicht reichen. Wenn du wirklich so eine 10-Stunden-Aufnahme machst, da reicht kein Terabyte. Nee, das stimmt, weil ich habe ja bei... Ich habe ja bei so einer 10-Minuten-Aufnahme habe ich irgendwie schon... Ich weiß nicht wieso, ich habe mal so eine Aufnahme, ne? 10 Minuten aufgenommen. Das Ding war 90 GB groß. 90? Ja, ich weiß nicht warum. Bestimmt Black Ops, oder? Black Ops einerseits, andererseits aber auch The Walking Dead. Ja, das sind so große Spiele. Ich muss halt gucken, wie viel Last die insgesamt haben, wie hochqualitativ sie sind, weil das nimmt Fraps ja alles, wie genau das funktioniert, kann ich jetzt auch nicht sagen, aber... Ach, Alter, ich habe nicht mal die Hälfte geschafft vom Aushöhlen. Mir wurde auch mal gesagt, dass wenn du jetzt ein Spiel zum Beispiel hast, was jetzt hochauflösend ist, nehmen wir zum Beispiel Assassin's Creed Unity angenommen, als Beispiel jetzt. Mir wurde gesagt, dass wenn du das Spiel zum Beispiel auf schlechtester Grafik spielst,
dass du dann weniger, dass die Datei dann kleiner ist, als wenn du es auf höchsten Einstellungen spielst. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber... Ich auch nicht. Aber es wäre ja eigentlich gar nicht so unlogisch, weil du hast ja dann halt nicht diese ganzen Texturen, die du verarbeiten musst. Du hast ja zum Beispiel keine Schatten, die mit aufgenommen werden müssen und sowas. Das setzt sich ja aus den Texturen zusammen. Wenn du jetzt zum Beispiel ein RPG aufnimmst, was du jetzt